Naja, jetzt sind wir in der Freiheit. Wir haben den Test absolviert. Und glaube, das war das Tutorial. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter und gucke mal, was hier so abgeht. Nichts, was ich aufheben könnte. Komische Beleuchtung und natürlich falle ich in Bett. Wie viel lädst du? 1000. Fucking Wecker. 3 Uhr morgens. Es sind um 3 Uhr morgens wach. Beziehungsweise, wer stellt sich denn den Wecker um 3 Uhr morgens? Ja, gerne jetzt hier mitgenommen. Ja. Jetzt sind wir hier anscheinend in dem Testlabor, wo wir gerade A, B, F, G. Okay. Und zu C und D komme ich nicht, weil das ist dahinter. Hier sind ein Privatraum. Hallo, jemand hier? Bin wach. Glaube ich zumindest. Okay, das mit dem Feuermelder hier war sogar ein Achievement. Klingt ja wie ich morgens. Ah, ich habe die AGB unterschrieben. Warum haben die so alte Monete? Egal. Und hier gibt es wieder die delikate Traumsoda. Die immer noch fucking groß wird. Ja, das Experiment lief ja nicht so geil, wa? Komm, mal kurzer Gang. Jetzt macht er auch nur einmal das Achievement, gut. Some doors are best left closed. Die meisten nicht. 18, 667, 756. Sieht so aus, als könnte ich da hinten. Ich mache die jeden halb daher. Das war, glaube ich, anders geplant. Ausgang temporär verschoben. Ich habe die Orientierung verloren, das macht aber nichts. Da ist meine rote Soda. Das heißt, ich werde jetzt hier doch noch mal reinschauen. Oh. Geil, hier sieht es so aus, als würde es nach oben gehen. In der Wirklichkeit. Ist das eine Tür von Alice Wunderland? Da, weg, da, weg. Uff.
Wüsste ich jetzt aber nicht, wie ich da durchkommen könnte, also gehe ich mal weiter. Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Okay, die fällt noch nicht mal da draußen. Okay. Gehen wir mal hier lang. Das sieht auch nach einer optischen Täuschung aus. Aber hier die anderen Türen, die haben was. Die sind nämlich offen. Das Bild ist auch viel weiter hinten als es. Ja, Alter. Hey, lol. Nicht schlecht. Und wieder hinten. Oh Gott. Gut. Hier ist ein kleines Zimmer. Nichts Überraschendes. Nichts, was ich anfassen könnte. Und hier ist halt. Ein Weg, der sich doch anders gestaltet, als er ist. Irgendwann geht noch einer davon los. Und hier ist so eine Bring nichts mit Wand. Okay, alles und Dekoration hier. Da gibt es ja ab 100 noch ein Achievement oder so. Merken. Ebenfalls merken. Hausflipper. Achso, die gibt es schon auch nochmal. Ja. Stelle ich mir nur gerade die Frage, wo darf ich denn jetzt hin? Passt. Ach du fast. Komm du mal mit. Lass mich durchgehen. Das klappt so mittelgut, was ich vorhab. Lass dich nicht hinstellen, du sollst umkippen. Mich hoch.
doch einmal hier in der Mitte gucken, was hier so abgeht. Nicht so wirklich viel, außer dass wir hier der Kuhn kann und hier geht es auf jeden Fall weiter, hier ist beleuchtet. Macht dich da gerade eine Hand? Nun ja. Wir sind jetzt hinten, Backstage sozusagen. Hier ist nochmal eine Solarzelle. Da habe ich jetzt das angemalt. Dunkel. Auf jeden Fall gehe ich auf die andere Seite nochmal. Gucken, ob man da auch rumkommt. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Das Spiel kriegt auf jeden Fall schon mal eine gute Bewertung von mir. Auch wenn ich es normalerweise nicht... Auch wenn ich normalerweise keine Spiele bewerte, aber das ist irgendwie geil. Ja, dann schauen wir mal hier rauskommen. Da hinten jetzt abgeht und warum der Kassettenrekorder blinkt. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Super. Das war alles gut. Links oder rechts? Du hast die Wahl. Und jeder soll links gehen. Ich möchte mir zwei davon schnappen und einen Raketenrucksack bauen. Da ist ein scheinbarer Ausgang. Ein Würfel. Ah, ich muss aber dann hinten. Klappt. Sogar. Das war eigentlich nur geblödelt, weil ich das geil finde, wenn da solche Figuren zusammenkommen. Wenn man an der richtigen Stelle steht, um das zu machen. Nichts anderes als dass ich kann nur den Ausgang machen oder was? Nimm den Würfel mit. Ich nehme den Würfel mit. Stell den so hin, dass ich da bequem rüber komme. Komm mal mit. Wahrscheinlich kann ich den noch gebrauchen. Oh, ein Reisekoffer. Keiner drin. Ah, hier ist noch so einer. Achso, die kriege ich erst, wenn... ich an der richtigen Stelle bin, okay. Das
das wäre jetzt ein Würfel. Ach, größtenteils ist es auch ein Würfel. Das Lied tut immer so, als würde ich es kennen, aber es ist dann, biegt dann trotzdem kurz vor Ende falsch ab, also anders ab, als ich es erwartet habe. Egal. Die Pflanze ist schon mal richtig. Wir sind jetzt hier oben. Ich habe lange keinen Feuerwehrmelder gesehen und da ist der Ausgang, mit dem ich nach oben muss. Mit. Perception is reality. Oh. Ach, der ist hier festgenommen. Ducktaped. Den behalte ich als Glücksbringer. Wie hinter? Dico. Gut, was haben wir hier oben? Hier kommt der, erzähl mir wieder ein. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Ja, danke. Ich erinnere mich euch immer wieder daran, dass ich komplett verloren bin. So, hier ist eine große Schachfigur, wenn ich das richtig sehe. Die ich nur von oben kriege und den Würfel kriege ich so. Als Geschenk des Hauses quasi. Und da kriege ich jetzt die Schachfigur. Wenn ich da Lust habe. Okay, die ist kleiner geworden, als ich gedacht hätte. Aber irgendwie habe ich jetzt auch damit die Wand eingerissen. Ja, geil. Ja, man kann noch so viele die Spiele noch so sehr auf Twitch gucken, aber wenn man es dann selber spielt, ist man immer, what? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, und hier ist ein echtes Ausgang. Hier. Ist mir das nicht aufgefallen, dass die Tür so klein ist? Ich bin wieder drin. Was ist denn jetzt hier oben der Ausgang?
wahrscheinlich selbst in meinem Zustand hier nicht so wirklich erreichbar. Oder ist das die kleine Tür von vorhin? Was mache ich mit der Figur hier? Also, nein, ich komme da nicht rauf. Komme ich auch nicht drauf. Mal ein bisschen größer. Komm da echt nicht durch. Okay, nicht mit lang aufhalten.